In diesem Video zeige ich euch mal, wie schnell ihr Farbe von Holz runterbekommen könnt. Und wie das geht, seht ihr nach dem Intro. Zeige ich euch heute mal, wie es mit dem Schrubbhobel geht, wie leicht das hier alles runtergeht. Ruckzuck. Und ich diese Füllung hier auch komplett hier das Holz abnehme und dann schön gerade aushobele. Und dass ich dann zum Schluss, wenn das alles geklappt hat, vielleicht so ein dünnes Brettchen habe, was ich dann als Boden in diesen Waschtisch unter Schrank einarbeiten werde. Das zeige ich euch jetzt mal in diesem Video, wie sowas geht. Das ist auch altes Handwerk. Das macht heutzutage fast keiner mehr. Das ist das Arbeiten mit einem Schrubbhobel, der ein gebogenes Messer hat. Und da kann man viel abtragen, wie ihr gerade gesehen habt. Und dann kriegt man so ein Brett auch wieder gerade. So, das Nacharbeiten kommt jetzt mit einem Schlichthobel. Schön das Rötliche von der Lärche raus. So, jetzt ist es noch ein dünnes Brett. Hat jetzt vielleicht 6-7 mm. Die Füllung ist jetzt gerade gehobelt, die Farbe ist nahezu runter. Jetzt schneide ich erstmal grob zu, damit ich überhaupt weiß, was ich noch hobeln muss. Dann seht ihr mal, was ich runtergehobelt habe. Hobel ich das mit dem Doppelhobel ab. Das ist ein ganz feiner Hobel. Manches Mal verhakt sich hier im Hobelmaul ein bisschen was. Das muss man dann einmal rausholen, weil sonst hobelt er nicht vernünftig. Und wenn ihr euch mal mit Hobeln versuchen solltet, dann lasst euch nicht frustrieren von den Videos, wo so viel gehobelt wird und das so easy going geht. Es ist natürlich auch ein Stück weit Übung. Ich verlinke euch aber jetzt hier oben in der Infobox, oben rechts, genau das Video, wo ich euch zeige, wie man diesen Hobel hier einstellt. Thank you.
So, und schon fertig. Die beiden Bretter. So, jetzt schleife ich die Bretter noch mal aus, kurz mit 120er Schleifpapier. So, und das war es dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kurze Video. Und wenn ihr wissen wollt, was aus diesen Brettern wird, dann bleibt dran, das nächste Video, was hochkommt, das wird nämlich das mit dem Waschbecken-Unterschrank. Und da sind die Bretter eingebaut. Und dann würde ich sagen, bis dahin, alles Gute. Tschö mit Ö.